letzte Kürze eigner Lust beherrscht der Menschen Brust, die weisen brüten Torheit aus, und Belial sitzt wohl in Gottes Haus, weil auch die Christen selbst von Christo lachen. Thank you.
Schönheit die Liebe Gottes preisen und sie an sich erweisen. Bis in die Ewigkeit, die Himmel frommer Seelen, Gott und sein Lob erzählen. Thank you.
Wirklichkeit ist eine von den Gottesgaben, dass sie bei unserer Zeit so wenig Menschen haben. Das macht, sie bitten Gott nicht drum. Denn von Natur geht unseres Herzens Dichten mit lauter Bösem um. Sollt seinen Weg auf etwas Gutes richten, so muss es Gott durch seinen Geist regieren und auf die Bahn der Tugend führen. Verlangst du Gott zum Freunde, so mache dir den Nächsten nicht zum Feinde durch Falschheit, Trug und List. Ein Christ soll sich der Taubenart bestreben und ohne falsche Tücke leben. Mach aus dir selbst ein solches Bild, wie du den Nächsten haben willst, wie du den Nächsten, wie du den Nächsten. Mach aus dir selbst ein solches Bild, wie du den Nächsten haben willst. Trägt des Teufels Liebe ein. Wie
lassen sich den Christen dergleichen auch gelüsten. Gott sah es geklagt, die Redlichkeit ist teuer, manch teuer ist ungeheuer, sieht wie ein Engel aus. Man kehrt den Wolf hinein, in Schafsfeld kehrt man raus, wie könnt es höher sein? Verleugnen, schmähen und richten, verdammen und vernichten ist überall gemein. So geht es fort, so geht es hin.
Seine Gütigkeit, Preis.
sich Johannes ein und musste Weg und Bahn dem Heiland zu bereiten. Hierauf kam Jesus selber an, die armen Menschenkinder und die verlorenen Sünden. Mit Kraft und Liebe, mit Gnad und Liebe zur Erfrung.
bald erfüllet, der Segen, den Gott Abraham, dem Glaubensheld, versprochen, ist wie der Glanz der Sonne angebrochen, und unser Kummer ist gestillet. Ein stummer Zacharias preist mit lauter Stimme Gott vor seine Wundertat, die dem Volk erzeiget hat. Bedenkt, ihr Christen, auf, was Gott an euch getan, und stimmet ihm ein Loblied an, und stimmet ihm ein Loblied an.